glaube, das ist das erste Mal, dass ich ein Video direkt beim Frühstück beginne. Direkt morgen. Na gut, was heißt morgen? Es ist schon nach 12, also Schlafrhythmus ist auf jeden Fall am Start. On point. Und wenn ihr wissen wollt, woran das liegt, dann bleibt in diesem Video auf jeden Fall mal dran. Ich nehme euch heute nämlich einfach mal durch meinen, in Anführungsstrichen, Alltag beim Daily Uploaden mit. Ein ob ihr es glaubt oder nicht, aber das ist eine ziemlich anstrengende Sache. Und deshalb sind eigentlich alle Tage in meinen Ferien mehr oder weniger gleich. Also gibt es doch einen Alltag. Viele Leute behaupten ja, große YouTuber hätten keinen Alltag, was ja nicht annähernd stimmt. Und von daher nehme ich euch da heute einfach mal mit. Freunde, ich hatte gehofft, dass ich das nie sagen würde. Aber willkommen zu meinem ersten Daily Vlog. Wobei, ich weiß nicht, ob man das einen Daily Vlog nennen kann. Weil ich werde natürlich nicht täglich was hochladen. Also, beziehungsweise ich werde schon täglich was hochladen, doch. Aber ich werde nicht täglich einen Vlog hochladen, so ist das. Also versteht mich in dem Sinne nicht falsch. Man könnte das Ganze eher als Tagesvlog bezeichnen. Ich wollte euch einfach heute mal in den Alltag mitnehmen. Es gibt auch ein ziemliches Problem, das ich mit Daily Vlogs habe. Das habe ich auch in meinem Video damals angesprochen, dass ich der letzte Weekly Vlog genannt habe. Ich finde einfach, dass es irgendwann contentlos wird und dass es immer nur noch langweilig wird. Da ist nichts Neues mehr drin. Außerdem konnte ich in der letzten Zeit einiges beobachten. Ich habe einige Kollegen, die so eine Art Daily Vlogs machen, könnte man sagen. Unter anderem der Timon, der hat das nämlich auch mal ausprobiert in seiner Daily Vlog Week. Und ich konnte einige Sachen beobachten. Also jetzt nicht bei Timon, versteht mich nicht falsch, nicht partikulär dabei. Scheiße, wie komme ich da jetzt wieder raus? So, einfach im Allgemeinen. Ein Drittel von Daily Vlogs besteht nämlich meistens daraus, aus Longboard fahren oder sowas ähnlichem, weil wenn man unterwegs ist, dann ist das eben eine gute Gelegenheit, Videomaterial sich zu holen, gutes Videomaterial hinzubekommen, wie auch immer. Ein weiteres Drittel besteht daraus, über den YouTube-Prozess zu reden. Was heißt, über Schneiden, über Hochladen, Thumbnails, Design, alles Mögliche. Und das andere Drittel besteht eben aus all den anderen Dingen. Und eben das zweite Drittel, der YouTube-Prozess, der wird bei vielen Leuten dann immer mehr. Es gibt Leute, die machen dann irgendwann nur noch Timelapses, wie sie schneiden, reden dann darüber, was sie beim Schneiden für Probleme haben, wie sie das machen und sowas und mit welchem Programm sie das machen. Einfach nur noch, um irgendwas in den Daily Vlog reinzukriegen, damit man einfach irgendwas hat, was man hochladen kann als Daily Vlog. Und da finde ich, wenn man keine Ideen hat, dann sollte man so ein Video auch nicht machen. Das ist das Problem, das ich mit Daily Vlogs habe. Aber ich wollte das Ganze trotzdem einfach mal selber ausprobieren und von daher würde ich sagen, geht es jetzt los. So, jetzt fragt ihr euch sicherlich, was ich gerade im Wald mache. Ganz einfach, ich bin gerade mit meinem Hund auf dem Spaziergang, auf dem Mittagsspaziergang tatsächlich schon. Ich bin ja auch mittags aufgestanden, ne? Weil meine Mama ist heute beschäftigt und das muss auch mal sein. Also meine Mama macht das sonst immer. Und ja, ich würde aber sagen, wir sehen uns gleich mal zu Hause wieder und ich zeige euch, wie das Ganze alles so abläuft. So, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen und hier spiele ich meistens noch ein bisschen Gitarre, einfach weil ich vom Spaziergang erschöpft bin und einfach halt Spaß macht. So Leute, und jetzt geht's an den YouTube-Prozess. Ich habe meinen PC gerade schon hochgefahren und öffne jetzt einfach mal mein Schnittprogramm. Ich habe Ian auch schon geschrieben, ich habe ihn mal gefragt, ob wir mal wieder ein bisschen was aufnehmen wollen, weil wegen One vs. One Rush und so, es ist schon lange nicht mehr gekommen und ich weiß selber nicht warum. Schreibt mir übrigens gerne unten in die Kommentare, ob ihr mal mehr Bock darauf hättet auf One vs. One Rush und so. Dann können wir das ja vielleicht arrangieren. Ich muss euch übrigens was sagen, Leute. Warum habe ich mein Mikrofon in der Hand? Ich habe das Ganze mit dem Daily Vlog in Anführungsstrichen in den letzten Tagen schon mal versucht. Und das Ganze hat nicht wirklich geklappt. Ich war damit nicht zufrieden, weil da einfach zu wenig bei rausgekommen ist. Und von daher habe ich da schon mehrere Versuche. Ich habe allerdings noch eine Timelapse für euch, wie ich ein bisschen was geschnitten habe. Und ich würde sagen, die zeige ich euch jetzt einfach mal.
Das war das. Part von One vs. One Rush aufgenommen. Der Ian ist hier gerade noch auf Skype. Ich habe das gerade übrigens nicht abgesprochen mit dem Vloggen hier und so. Ist also ein bisschen frech, dass ich das hier jetzt gerade anfange. Ich weiß, aber wir nehmen gleich noch ein Part für ihn auf und was soll ich sagen? Er hat das Ganze lange nicht mehr aufgenommen und ja, also kurz hat es jetzt nicht gedauert, muss man so sagen. Ja, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es jetzt gleich klappt. So, ich habe das Video jetzt fertig geschnitten, es wurde auch gerade eben schon exportiert und das Ganze wird jetzt hochgeladen. Ja, und währenddessen werde ich auch noch ein Thumbnail designen. Ich kann zu all den Sachen natürlich auch ein Tutorial machen, jetzt zum Hochladen, nicht unbedingt, das braucht man ja nicht. Aber ich kann zu solchen Sachen natürlich auch Tutorials machen und so, aber ich wollte euch halt einfach nur mal zeigen, wie das Ganze so abläuft. So, auf planmäßig gestellt. Und ich würde sagen, wir haben alles hier. Ihr könnt hier noch beim Spiel eingeben. Unturned, da ist es. Unturned, genau. Und ich würde sagen, wir öffnen sie jetzt einfach mal Photoshop. War ein Joke. So sieht das ganze Thumbnail jetzt aus. Und das fügen wir jetzt genau hier ein. Ich habe es einfach mal auf dem Desktop gespeichert, weil ich die einfach sowieso nicht so lange brauche. Unturned. Habe ich das Ganze hier mal genannt und da laden wir das Ganze auch hoch. Sorry Leute, ich habe die Kamera gerade ein bisschen falsch gehalten. Ist immer ein bisschen schwer, wenn man gleichzeitig eine Kamera und einen Bildschirm im Auge behalten muss. Dafür gibt es auch Bildschirmaufnahmeprogramme, das weiß ich eigentlich, aber das Ganze ist ja jetzt alles eher spontan. Es kann sein, dass ich gleich noch ein bisschen was mit dem Jan aufnehme und ja, ihr habt das Video, das ich euch zeige, auch schon gesehen, wenn dieses Video hier hochgeladen wird. Kann sogar sein, dass es direkt danach kommt. Ich weiß es aber nicht und ja, ich schau mal, ob ich jetzt noch mit Jan was aufnehme und dann melde ich mich gleich mal wieder. Okay, Leute, es ist gerade ganz kurz vor Mitternacht und ich dachte, das hier wird ein ganz normaler Tag bei den Daily Uploads, wird es aber doch nicht. Wie ihr seht, ich befinde mich schon im Schlafanzug, aber das wird doch nicht so ein normaler Tag, denn der PC ist noch am Laufen. Das ist nichts Ungewöhnliches, dass der PC jetzt noch am Laufen ist. Denn ich lade das Ganze noch hoch. Allerdings sehen wir hier schon, unser WLAN hat keinen sonderlich guten Empfang. Der Repeater ist gerade nicht drin. Meine Mom hat den offenbar rausgemacht. Und das geht eigentlich nicht. Von daher müssen wir uns jetzt auf eine Stealth-Mission begeben und den wieder reinmachen. Ohne dass wir sie aufwecken. Das wird eine heikle Situation. Aber glaubt mir Leute, wir schaffen das. Das Ding ist halt, ohne die Kamera wäre ich deutlich unauffälliger. Aber wir schaffen das, Leute. Wir machen das jetzt. Wir müssen nämlich über den oberen Flur in ein Zimmer, in das Zimmer, das gegenüber, das auf der gegenüberliegenden Seite des Hauses liegt. In dem befindet sich sowohl unser WLAN-Router als auch unser Repeater. Problem ist, meine Mom schläft dort. Ihr werdet sie natürlich nicht sehen, das ist ja ganz klar. Aber echt Daumen hoch dafür, dass es klappt. Wir gehen gleich auf jeden Fall in den Nachtsichtmodus unserer Kamera, denn obwohl das eine DSLR ist, hat die tatsächlich einen Nachtsichtmodus. Boah, ich bin echt froh darüber. Okay, Nachtsichtmodus ist aktiviert. Wir gehen da jetzt rein.
bisschen übertrieben, aber das war echt schwer. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass die Tür offen war. Und das hab ich auch erst gar nicht gesehen. Ihr habt gesehen, alles hat gerauscht. Die Kamera war auf ISO High 3, wovon ich gar nicht gewusst habe, dass das geht. Das ist, glaube ich, ISO 100, 2000 noch was. Ich wusste gar nicht, dass meine Kamera das überhaupt kann. Wir switchen jetzt erstmal aus dem Nachtsichtmodus raus. Das war gerade richtig stealthy, aber ich bin echt gewundert, ich habe mich echt gewundert, dass meine Mom da nicht aufgewacht ist. Ihr habt sie natürlich nicht gesehen, aber das soll ja auch so sein, um ehrlich zu sein, weil, ja, ist halt gut so. Und, ja, oha. Leute, das hier, Moment mal, Belichtung ein bisschen einstellen. Das hier ist unser EXT-WLAN, unser Repeater-WLAN. Und wir haben Internet, das heißt, wir können hochladen. Leute, Mission accomplished. Und mit diesem erfreulichen Ereignis war es das jetzt auch schon wieder. Wie ist es weitergegangen? Ja, der Repeater wurde leider wieder rausgezogen und ich musste es am nächsten Morgen noch weiter hochladen, was aber glücklicherweise geklappt hat. Das heißt, ich konnte das Video wie versprochen, was heißt versprochen, wie halt üblich in den Ferien veröffentlichen. Auf jeden Fall würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn ihr mehr von solchen Vlogs über die Ferien sehen wollt, dann lasst doch einfach mal gerne einen Daumen hoch da. Und umsonst würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann auch und bis zum nächsten Mal. Und ciao!